Hallo, ein Tag ist vergangen, nachdem wir Forschungsinstitut Fontaine die Quest abgeschlossen haben, die ja irgendwie 2 Stunden ging insgesamt. Und auf einmal war neue Quester, ein Brief. So, wir sollen zum Forschungsinstitut. Das machen wir doch. Mal sehen, was da aber jetzt passiert. Wie ich zuvor betonte, lieber Gestionär, so sind die Regeln. Da lässt sich nichts machen. Herr Royalte hatte tatsächlich eine Liste der benötigten Dokumente geschickt. Ich habe diese Dokumente auch vorbereitet. Aber du kannst nicht einfach herkommen und die Dokumente abholen. Das ist nicht mit den Regeln des Postversands vereinbart. Hä? Laune? Dann werde ich später wieder mit dir hierher fliegen. Hallo Laune, du siehst gut aus. Hey. Hallo, das alles ist der Hilfe von Herrn Royalte und Herrn... meine zu verdanken. Oh, Laune, kennst du Simiria? Ja, natürlich. Simiria hat mir früher sehr geholfen und ohne sie könnte ich sicher nicht weiter für die gemäßen Gestion arbeiten. Wirklich? Das ist eben die ehrenamtliche Spitzenforscherin Simiria des Forschungsinstituts Fontaine. Ha! Ich bin ziemlich gut darin, moralische Unterstützung zu leisten. Ich habe nur automatische Stempelmaschine repariert. Wie dem auch sei, ohne deine Unterstützung zu der Zeit hätte ich, da bin ich mir sicher, nicht durchgehalten. Ich habe von Herrn Scheusel gerade gehört, dass du jetzt ehrenamtliche Spitzenforscherin bist. Klar, ich habe auch eine Verdienstsurkunde. Wir haben sogar Fotos davon gemacht. Paimon ist auch auf dem Foto, aber leider hat Paimon keine Verdienstsurkunde. Das stimmt, aufgrund der früheren Leistungen von Simire hat das Forschungsinstitut in den Titel ehrenamtliche Spitzenforscherin verliehen. Ihr den Titel, ja. Was die Art der Leistung angeht, dazu kann sie mir dir später selbst was erzählen. Jetzt sollten wir wieder zur Sache kommen. Was das Dokument angeht, so kann ich es dir im Moment wirklich nicht geben, Laune. Aber du hast vorhin gesagt, du wolltest, dass ein Forscher dich in die Nähe des Forschungsinstituts Fontaine führt, um Fotos zu machen. Das ist absolut in Ordnung so. Ich denke, sie mir ist gut für den Auftrag geeignet. Sie kennt das Terrain hier sehr gut. Deshalb wird sie den Auftrag gut erledigen können. Wie denkst du... Fräulein Simiria, kein Problem, ich kümmere mich darum. Du bist so nett, ich bin beruhigt, dich bei mir zu haben. Als ich hierher kam, sah ich entweder außer Kontrolle geratene Mecher oder Monster überall um mich herum. Aber es geht nicht hauptsächlich um Fotografieren, wirklich, Herr Scheusel. Laune, ich würde dir gerne helfen, aber die Regeln erlauben es nicht, da kann ich auch nichts machen. Also lass mich einen Verwaltungsbeauftragten, der nur stempeln darf, einfach in Ruhe damit, ja? Geht klar, dann gehe ich zurück und bespreche das nochmal mit Herrn Royalte. Auf Wiedersehen, Herr Scheusel, schönen Tag noch. Vielen Dank, ich wünsche dir auch eine schöne Zeit am Forschungsinstitut Fontaine. Simiria, dann führe mich bitte. Gehen wir zuerst zum Mary Ann Gedenkpark. Na ja, dann gehen wir doch mal dahin. Ah, da hinten bei der Statue 7, sehr gut. Ja, obwohl der Gedenkpark ja nicht wie Gedenkpark aussieht irgendwie, ne? Zumindest nicht hier vorne. Ah, natürlich. Hier ist also der Mary Ann Gedenkpark. Sieht überhaupt nicht wie ein Park aus. Siehst du, sehe ich auch so. Herr Royalte muss enttäuscht sein. Er wollte ebenfalls jemanden hierher einladen, um einen Vortrag zu halten. Wenn man sich die Umgebung ansieht, dürfte ein Vortrag unmöglich sein. Außerdem gibt es hier kein Wahrzeichen für ein Gruppenfoto. Du kannst ein paar Mecher fangen und als Souvenir mitnehmen. Ah, du bist lustig. So etwas kann man nicht in der Mason Gestion platzieren. Selbst wenn ich einen Mecher zurückbringe, muss ich ihn bewerten, archivieren, sortieren und versiegeln. Das war nur ein Witz. Plötzlich geht es schon wieder um die Arbeit. Apropos, archivieren. Ich habe das Dokument noch nicht erhalten. Herr Royalte wird sicher wieder Kopfzerbrechen deswegen haben. Macht Scheusel dir Schwierigkeiten? Worüber hast du mit Scheusel gesprochen? Er hat mir ja keine Schwierigkeiten gemacht. Mein Antrag war etwas gegen die Regeln. Es ist normal, dass er damit nicht einverstanden ist. Die Situation ist folgende. Das Forschungsinstitut Fontaine plant den Wiederaufbau, oder? Einige der Materialien... Und der personelle Einsatz müssen über die Mason Gestion vermittelt werden.
Da die Mason Gession diese Angelegenheit ernst nimmt, hat der Royalte eine Expeditionsgruppe organisiert, die in der Nähe des Forschungsinstituts eine Felduntersuchung durchführt. Herr Royalte blieb in der Mason Gession, um das Team zu zählen, und ich ging zum Forschungsinstitut, um den Empfang zu koordinieren. Zufällig wollte das Forschungsinstitut einen Antwortbrief an die Mason Gession schicken, und ich dachte mir, da ich bereits hier war, könnte ich den Brief inzwischen ja wieder mitbringen. Aber Herr Scheusel sagte, dass dies gegen die Regeln sei und dass der Brief auf keinen Fall an mich übergeben werden könne. Gegen die Regeln? Was ist denn das für eine Regel, die da verletzt würde? Gibt es eine Regel, die das Abholen von Dokumenten... Gibt es eine Regel für das Abholen von Dokumenten? Oha, das ist wieder eine... So eine Situation, in der du rumläufst und Stempel zusammeln, nach Leuten zum Unterschreiben fragst und dann jemanden zuhören musst, der über einen Haufen Sachen redet. Kurz gesagt, der größte Teil des offiziellen Briefverkehrs innerhalb der Mason Gession muss per Briefzustellung gesendet und erhalten werden. Aber wie sieht das aus, wenn die Abteilung, die den Brief geschickt... Wie sieht es aus, wenn die Abteilung, an die der Brief geschickt werden soll, nur eine Straße weiter ist? Oder wenn er einfach an einen Nachbarn geschickt wird? Auch das muss per Brief zugestellt werden. Dadurch soll die Verfolgbarkeit des gesamten offiziellen Briefverkehrs innerhalb der Mason Gession sichergestellt werden. Was für ein Aufwand. Ich denke, die Menschen sind an diese lästigen Regeln gewöhnt. Egal, reden wir nicht darüber. Wir gehen zum nächsten Ort. Lass mich mal das Memo anschauen, das Herr Royalte für mich geschrieben hat. Dieser Ort heißt Akademische Versammlungshalle des Forschungsinstituts Fontaine. Seltsam, ich habe kein Gebäude mit einem solchen Namen gesehen, als ich hierher kam. Ich kenne den Ort, komm mit. Du bist so zuverlässig, du bist wirklich so zuverlässig wie immer. Ohne dich kann ich gar nicht arbeiten. Dann gehen wir mal los. Vielleicht gibt es hier in der Nähe noch mehr außer Kontrolle geratene Mecher. Schön, dass wir da schon, auf der Quest, dass wir das schon gemacht haben, während wir die Quest hier mit Forschungsinstitut Fontaine gemacht haben. So. Jetzt mal einfach von, erst gehst du von A nach B, C, D, E und jetzt gehst du von C, D, B, E und dann nach A, also einmal zurück. Hier ist die Akademische Versammlungshalle des Forschungsinstituts Fontaine. Ich gebe zu, das Gebäude sieht aus wie eine Versammlungshalle, aber ich sehe wirklich nicht, was das mit akademischen Organisationen zu tun hat. Das Akademische befindet sich in den Köpfen der Forscher. Unter den Steinen ist das auf jeden Fall nicht zu finden. Na gut, zum Glück bin ich heute nicht wegen der akademischen Fragen hier. Auf jeden Fall sieht das Gebäude relativ intakt aus. Intakt zu sein ist das einzig Gute daran. Kommt, wir gehen ein bisschen in der Umgebung spazieren. Ich glaube, das ist ein guter Platz für ein Gruppenfoto. Ich muss erst einen guten Winkel zum Fotografieren finden, sonst werde ich wieder unruhig, wenn Herr Royalte mich fragt. Simia, kannst du ein paar Fotos für mich machen? Ich habe gehört, dass du gut fotografieren kannst. Du bist darin auf jeden Fall besser als ich. Ich werde das übernehmen. Mann, könnt ihr mal alle was alleine? Das ist ja schlimm. Kriegen ja auch nichts hin, ne? Wir können auch einfach die Quest abschließen und er macht selber sich Fotos. Und dann komme ich nächsten Tag wieder. Ach, guck mal, hier ist noch ein Rätsel. Na, da kommen wir nochmal zu. Ach ja, hier ist noch mehr. Das siehst du, ich bin ja noch gar nicht richtig hier gewesen. Dann ist ja gut. Muss ich da rein? Ah ja, hier. Okay. Achso, jetzt muss ich selber erstmal auf den Foto abgehen. Ah ja. Okay, richtig im Winkel. Nehmen wir einfach mal die Figur raus. Figur raus. Wo ist jetzt da? Naja. Achso, jetzt habe ich das Foto gemacht. Jetzt muss ich da irgendwo ein Foto machen. Oh, Gottes Willen. Ach nee, draußen. Ach nee, ich soll zu ihm zurück. Alles klar. Das ist in Ordnung. Hä? Hast du die Fotos schon gemacht? Ja. Oh Mann, das ist so hoch.
Meinst du damit das akademische Niveau des Forschungsinstituts? Nein, ich meine die Höhe hier. Allerdings war einst auch das akademische Niveau des Forschungsinstituts sehr hoch. Aber jetzt, wer hätte gedacht, dass dem Forschungsinstitut so viel Unglück passieren könnte? Ich frage mich, ob der Wiederaufbau problemlos verlaufen kann. Die letzte Station ist das Repräsentantbüro des Forschungsinstituts Fontaine zur Eignungsprüfung. Unglaublich, du kannst es in einen Rutsch aufsagen. Danke für das Kompliment, aber wo ist dieser Ort? Ich habe das Büro in Forschungsinstituten nicht gefunden. Heißt der Verantwortliche des Büros Desnos? Ja, genau. Kennst du diesen Ort etwa auch? Kein Wunder, dass du die ehrenamtliche Spitzenforscherin des Forschungsinstituts bist. Du bist die Allwisserin des Forschungsinstituts. Mein Gott. Blech. Oh, Paimon hat sich auch erinnert. Es ist das Büro in den Ruinen, oder? Wenn das als Büro bezeichnet werden kann. Vielleicht hat Herr Desnos all das drumherum vorerst weggelassen, um dir das Verständnis zu erleichtern. Bitte zeig den Weg. Ich muss zu Herrn Desnos gehen, um einige Dokumente zu holen. Danach kann ich zurück zur Mason Gestion gehen und meinen Auftrag abschließen. Heute läuft es wirklich gut. Ich kann mich bald wieder ausruhen. Das Forschungsinstitut Fontaine ist wirklich anders als... Ich habe nichts gesagt. Und dahin, ganz zum Anfang, ja. Da ging das Ganze los. Sehr schön. Hervorragend. So, einmal runter. Oh. Ja, warum lag denn da auf einmal Geld? Was soll denn der Käse? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich hier erkundet hatte. Mein Gott, hoffentlich kommen diese Mächer nicht zurück, um Böses zu tun. Laune, wie bist du hierher gekommen? Herr Royalte hat mich hierher zur Untersuchung geschickt. Ich bin vorbeigekommen, um dich zu besuchen und dir Kaffee zu bringen. Aber ich muss sagen, die Umgebung, in der du arbeitest, ist ziemlich mörderisch. Ich hätte gedacht, dass das Büro wenigstens einen richtigen Raum hätte. Lieber Laune, danke für deinen Kaffee. Und was diese Arbeitsumgebung angeht, ich bin schon zufrieden. Wenn du dich hier nochmal umschaust, habe ich wenigstens eine intakte Decke. Bist du immer noch für die Eignungsprüfung verantwortlich? Simiga, nein, ich sollte dich wohl ehrenamtliche Spitzenforscherin nennen. Wie schön, dich zu treffen. Laune, warum siehst du so traurig aus? Was ist denn passiert? Die Sache ist so. Laune erzählt traurig, was vorher passiert ist. Huch, ist dieser Brief ein wichtiges Geheimdokument? Nein, in diesem Brief steht normalerweise sowas wie verstehe, kein Problem, ich weiß es nicht. Maximal werden sie an andere Abteilungen weitergeleitet, um die Mitarbeiter wissen zu lassen, dass etwas Beachtung verdient. Ach so, kein Wunder, dass ich auch diesen Brief bekommen habe. Schau mal, ist es der? Was? Herr Scheuser hat mir vorhin gesagt, dass er ihn noch nicht abgeschickt hat. Ach so, ich sehe, er meinte damit, dass die externen Briefe nicht verschickt worden sind. Ach, er hat schon wieder nicht alles gesagt. Die Menschen vom Forschungsinstitut Fontaine immer noch gut darin, andere Kummer zu bereiten. Nach deinem Gesichtsausdruck muss das Dokument sein, das du gebeten hast. Ich habe es schon mehrmals gelesen. Es ist genau dasselbe Dokument wie das von dir erbetene. Ah, Simira hat scharfe Augen. Laune, die Briefe, die Scheusel verschickt, müssen alle genau gleich sein. Also warum nimmst du nicht einfach dieses Dokument von mir zurück? Moment, wenn Laune das Dokument mitnimmt, dann hast du es ja nicht mehr, oder? Schau mal meine Adresse an. Niemand interessiert sich dafür, dass ich versehentlich einen entbehrlichen Brief verloren habe. Das ist nicht schlecht, damit ist die Sache erledigt, oder? Schau, ich trinke deinen Kaffee nicht umsonst, Laune. Nein, Herr, ich werde das nicht tun, das ist gegen die Regeln. Ich werde zurückgehen und den Brief auf offiziellen Weg erwarten. Mensch, Laune, das Gehirn kann auch mal flexibel sein. Du musst doch kein Idiot sein. Warum musst du dich so sehr quälen? Wer weiß, wann dieser Brief bei dir ankommen wird. Hole den Brief früher, dann kannst du früher anfangen, die störenden Sachen zu erledigen. Nein, Herr, ich danke dir für deine Freundlichkeit, aber ich werde nicht gegen die Regeln verstoßen. Meine Pflichten zwingen mich dazu. Simiria, Herr Desnos und Paimon, ich werde jetzt gehen. Herr Royalte wartet auf meinen Bericht. Laune zieht schweren Fußes von dann. Ja, dieser Idiot Laune ist echt festgefahren. Jeder versucht, sich die Arbeit zu erleichtern.
Worum muss er sich also selbst so quälen? Außerdem ist das doch keine große Sache. So ist Laune eben als Mensch. Das ist bewundernswert, aber auch beängstigend. Kein Wunder, dass er in der Mason Gestion nicht viele Freunde hat. Nur Herrn Royalto und Herrn Semain, die mit ihm verkehren. Ich bin auch seine Freundin. Ein Mann auch. Ah, dann ist er gut. Dann du kannst oft zu ihm gehen und mit ihm reden. Ich finde immer, dass Laune von Tag zu Tag schlechter wird. Was die Briefe angeht, so werde ich mich darum kümmern. Ich werde gleich zu Herrn Scheusel gehen und ihn bitten, mir den Auftrag zu erteilen, den Brief zu verschicken. Wenn er es mir verspricht, werde ich den Brief so schnell wie möglich an Laune schicken. Naja, mit einem Idioten befreundet zu sein, macht mein Leben halt schwer. Ja gut, das war das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.